Der Giga sieht aus wie eine Fußhupe neben dem Titan. Ja, aber richtig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drauf trete, ey. Ah, das ist so schön entspannt, das Gameplay mit dem Titan, weil er so langsam ist. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ark Extinction. Hinter mir steht er, der große, riesige Holzmichel, der Waldtitan. Und er lebt noch. Ja, er lebt noch. Es ist wirklich so. Man muss es ja wirklich feiern, dass er noch lebt. Der hält nämlich tatsächlich nur einen Tag. Wir haben es jetzt aber mal tatsächlich getestet, ob man den Knaben mit Kibbel füttern kann, um seinen Foodwert wieder aufzufüllen. Und das geht. Gott sei Dank, es geht. Das bringt einem aber, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig viel, denn wie gesagt, nach einem Tag ist der Knabe leider schon wieder verschitt gegangen. Also das heißt, wir haben es jetzt gerade 20.15 Uhr, exakt und präzise genau. Das bedeutet, wir haben den heute Nacht um 2 oder so gekriegt. Das heißt, der wird heute Nacht, also gestern Nacht um 2, heute Nacht um 2 ist er dann wieder weg. Das heißt, wir nutzen den jetzt nochmal aus, solange wir ihn haben. Das ist jetzt gerade so der Plan. Mit mir auf dem Server ist gerade Lea. Und Lea hat auch noch einen anderen Plan gerade noch, bevor wir jetzt gleich mit dem Alles nur aus Liebe, den Shadow übrigens so genannt hat. Woher weiß ich, dass es Shadow war? Diesen Namen, insbesondere mit diesen Initialen, kann sich nur Shadow ausgedacht haben. Ich weiß, dass du es warst, Shadow. Ich grüße dich an der Stelle. Ich sehe dich an und schüttle mit dem Kopf. Egal. Wir gehen jetzt mal in die Base. Denn Lea hat jetzt noch eine Idee gehabt. Und zwar eine geniale Idee, Velonasaurier auszubrüten. Und zwar ganz viele. Wir haben ganz viele Eier, die auch ganz schnell ausgebrütet und geclaimt werden können. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Base. Ich habe auch noch ganz viel im Inventar von gestern, was ich noch loswerden muss von der Titan-Zähm-Aktion. Das muss ich alles mal loswerden. Ich habe noch ganz viele kaputte Waffen und so. Das muss ich alles mal hier in die Schränke reintun. Ich muss auch dazu sagen, dass die Idee mit den Velonas auch von Ritzi kam. Ach so, okay. Dann so, Grüße an Ritzi. Ich habe das jetzt nur umgesetzt. Grüße an Ritzi an der Stelle. Dann machen wir das jetzt, würde ich sagen. Und dann okay. Schauen wir mal. Ja. Wie's rum? Ah, es versinkt. Es schwebt. Ha! Ich hab's geclaimed. Ich darf das doch claimen, oder? Ja. Ja, ja, klar. Sehr gut. So, dann mache ich mal Wandering gleich mal aus. Genau, aber noch nicht rausholen. Noch nicht rauslassen. Ich will ihn nur mal von vorne sehen, sodass ich ein bisschen. Folgt er mir? Ja! Ja, ja, ja. Ich will ihn nur mal angucken, richtig. Man sieht ihn ja. Ah, die großen Augen. Hallo. Fleisch braucht er doch, ne? Nee, nee, das macht die Nanny. Das macht die Nanny schon? Okay. Oh, Zwillinge! Ha, warte, der! Bleib hier! Prägung! Prägung! Ich hab den jetzt auch geclaimed hier. Mhm. Verhalten, deaktivieren, wandern. So viele Velonas! Dann haben wir die ganze Base voller Velonas! Diese kleinen Racker hier werden unsere Turrets. Bah! Diese kleinen Racker werden unsere Turrets sein. Und zwar haben wir vor, die im Turret-Modus um unsere Base herum aufzustellen. Auf einer speziellen Konstruktion. Aber dazu könnte euch Shadow, wenn er hier wäre, tatsächlich noch mehr erzählen. Noch genaueres erzählen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Experte. Sind das schon wieder Zwillinge? Mhm. Alter Vater, ey. Wir haben ja einen richtigen Kindergarten hier. Velona Kindergarten. Und die Frage wird gerade gestellt, ob wir den Titan, den Waldtitan, nicht in einen Pokéball reinmachen können, also in einen Kryopod. Nein, das geht nicht mit den Titanen. Das kann man mit denen nicht machen. Man kann die nicht einfach da irgendwie in so einen Pod reinmachen. Wäre auch ein bisschen overpowered. Wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Jo, weiter geht's. Weiter geht's. Noch ein Ei. Wie viele Eier haben wir denn, ey? Wo ist es? Hier ist es. Ah, da. Ich hab's. Geclaimed. Ich pfeife die mal alle ab, nicht, dass die mir alle gleich hinterher raschen. Genau, falls ihr euch fragt, warum wir den Tieren nicht Fleisch ins Inventar stecken, sind wir solche Unmenschen, dass wir die verhungern lassen wollen? Nein.
Wir haben eine Nanny von S+ und diese Nanny versorgt die Tiere nach dem Schlüpfen direkt auch schon mit Fleisch und sorgt auch dafür, dass die regelmäßig Imprinting bekommen. Das heißt, die Tiere können nicht verhungern mit der Nanny. Die Nanny muss man mit Honig betreiben. Ey, hier wandert einer weg. Ja, ich weiß, der Käfig ist ganz spannend. Aber du darfst da nicht hin. Da kommen nur die bösen Leute rein, die in unsere Base eindringen, ohne dass sie die Erlaubnis dazu haben. Deswegen, die Käfige sind nicht für euch. Alter, sind das Drillinge hier? Was? Die sehen alle gleich aus. Nee, nee, sind aber keine Drillinge. Verrückt! Wie ich weggeglitscht bin. Ja, noch mehr Velonas, noch mehr Velonas. Eine Velona-Skalation ist das hier. So, ich würde sagen, 3 Eier hebe ich mal noch auf, ne? Dann ja, dann können die anderen sich auch noch was claimen. Falls jemand kommt. Genau. Ich meine, wir können auch wieder Eier machen, die brauchen nur 8 Minuten zum Ausbrüten. Mhm. Das geht ruckzuck. Natürlich haben wir hier auf dem Server fürs Brüten und Züchten und so erhöhte Einstellungen. Ja, ja. Muss man dazu sagen, ne? Also das geht natürlich normal nicht so schnell. Schon wieder Zwillinge. Oh, die sehen so schön aus. Guck mal, die sind blau und orange. Ich habe ihn, den anderen. Verhalten, wandern, deaktivieren. Toll. Ganz viele Kinder. Oh Gott, ich häng fest. Ja, man hängt ganz schön an denen. Man hängt halt an seinen Kindern. Ja. Was war denn das? Hast du das gerade gehört? Ja. Ganz seltsames Geräusch, hast du das gerade gehört? Ja, habe ich gehört. Ganz gruselig, ey. Aber das waren jetzt nicht die Babys, oder? Ja. Können wir machen. Ich mache mal mein Overlay wieder an, dass ich was sehen kann. Hey, bring du erstmal deine raus und ich nehme dann die Nachzügler, die jetzt hier noch rumstehen. Juhu! Alle mir nach! Alle Babys mir nach! Wie sie mir den Rücken zudrehen. Hallo? Hier spielt die Musik. Ah, die rote Linie. Na, wer wird die rote Linie zuerst überschreiten hier? So, Moment. Komm schon, komm schon. Kommt heraus! Jawohl! Wie das aussieht. So eine Wand aus Velonas. Eine Velona-Wand. Ah! Da war jetzt auch keiner mehr drin, ne? Alter Vater, ey. So viele Velonas. Meine Güte. Das ist mal ein Kindergarten. Das ist wie so ein Gruppenfoto im Kindergarten jetzt eigentlich so, ne? So ein bisschen. Schöne Farben haben sie. Also mir gefallen die mit Blau und Orange am besten, muss ich sagen. Die haben so einen schönen Kontrast so. Das sieht echt nice aus. Gib dem mal einen Namen. Da habt ihr viel zu tun. Ja, wenn wir den Namen geben, haben wir viel zu tun. Das ist wohl richtig. So, dann würde ich doch mal sagen, wollen wir uns dann... Ja, das machen wir später. So, dann gehen wir mal zu unserem wunderschönen, riesigen Holzmichel. Ich hätte ihn ja Holzmichel genannt, ehrlich gesagt, den Titan. Aber ja, ich werde jetzt Shadow mal seinen Spaß lassen. Man muss ja nicht jeden Spaß verderben hier, ne? Und was genau ist jetzt der Plan? Also was willst du jetzt machen? Ich würde sagen, wir testen jetzt mal den Titan so ein bisschen, wie er sich eignet, wenn wir da mit Lootdrops verteidigen wollen. Und zwar, du kannst ja mich begleiten mit einem Giga. Mhm. Und ja, dann probieren wir das einfach mal. Und, vielleicht solltest du noch eine Eule mitnehmen. Ich habe eine dabei. Okay, sehr gut. Weil nicht, dass hier irgendwie noch was schief geht oder so, ne? Alter, dieser Titan. Das ist schon echt ein beeindruckendes Bild, wenn ich das mal sagen darf. Er ist einfach nur riesig. Und dann fragen immer alle, lebt denn der alte Holzmichel noch? Genau so ist das auch gedacht. Der nächste Titan heißt auf jeden Fall Holzmichel. Das steht schon mal fest, ey. Sowas von. So, der Holzmichel braucht halt ein bisschen, bis er sich in Bewegung gesetzt hat. Aber guck mal, ich bin sogar ein bisschen schneller als der Giga, oder so? Ja, ein bisschen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich wieder das Geräusch gehabt. Hast du das gehört? Ja. Als wenn was kaputt geht, ne? Bin ich auf irgendwas draufgetreten? Nee. Also du machst die Steine kaputt, die hier so liegen. Ich komme mir vor wie ein 2-Meter-Mann im Legoland, ehrlich gesagt. Ich hab echt... Ach nein, das sind die Lampen! Wenn ich die Lampen umwerfe, die machen dieses Geräusch. Ach so, und hier stehen auch Lampen. Und die sehe ich von hier oben nämlich nicht, weil ich so weit weg bin.
Wahrscheinlich. Also, oder weil sie einfach generell sehr klein sind von oben. Ich bin halt so riesig, dass ich das alles nicht sehe, was unter mir ist. Oh, da fühlt man sich so richtig schön schwer und groß hier. Nicht schlecht. Also das Gefühl für das Gewicht haben sie echt gut umgesetzt, muss man sagen. Man fühlt sich wirklich so wie so ein riesiger Baum. Also so fühlt sich ein riesiger Baum, glaube ich, der laufen kann und knurrt. Da hier vorne war ein Giga, da kannst du den gleich aber ausprobieren. Ja, das hatten wir ja schon festgestellt gestern, dass es mit dem Giga nicht so gut ist. Also, dass man Gigas nicht so gut platt kriegt mit dem Titan irgendwie. Dass er ziemlich viel Schaden an mir gemacht hat. Wir können ihn ja gemeinsam machen. Warte mal, wo ist denn der? Hier direkt. Ich muss halt aufpassen, dass ich meine Stamina jetzt nicht fürs Rennen verbrauche, weil dann habe ich sie nicht mehr für meine Spezialattacken. Ah ja. Oh, der ist dunkel hier, schwarz. Was für ein Level hat denn der? Kannst du das sehen? Der 50 war der. Oh, ich habe gestern ja einen mit Level 10 angegriffen mit dem Titan und der hat schon ganz schön Aua gemacht auch. Also ist nicht zu vernachlässigen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich probiere jetzt erstmal meine Greifattacke. Okay, ich sehe es gerade nicht. Wo ist er? Ich beiß schon mal rein. Okay, das war falsch. Ich habe irgendwas anderes gegriffen hier. Geht's bei dir? Ja, ja, bei mir ist alles gut. Okay, das ist nicht einfach, kann ich schon mal sagen. Ich hänge irgendwie. Ich schlag einfach mal zu. Ich trete einfach mal drauf. Ich hab ihn schon. Ach so, du hast ihn schon, okay. Bis du getreten hast, habe ich den aufgegessen. Ja, ich trete so langsam, ne? Ist halt schon ein ganz schönes Auftreten hier, ein ganz schöner Auftritt. Aber ich muss auch mal sagen, ne? Ich habe jetzt hier ein Level-Up. Einige werden jetzt wieder sagen, warum gibst du das Level-Up nicht? Naja, weil das nicht geht. Man kann dem halt keine Level geben. Das wäre aber auch schon ein bisschen overpowered, glaube ich, wenn man dem auch noch skillen könnte hier. Wie, das geht nicht? Warum hat man denn dann die Anzeige? Wahrscheinlich, weil Ark nicht so ganz durchdacht ist an einigen Stellen und man dann trotzdem irgendwie diese komischen Level vergeben könnte, obwohl man es nicht kann. Also man bekommt die Level, aber man kann nichts damit machen. Ja. Weil Ark nicht mehr Early Access ist, das ist die Antwort. Der Giga sieht aus wie eine Fußhupe neben dem Titan. Ja, aber richtig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drauf trete, ey. Ah, das ist so schön entspannt, das Gameplay mit dem Titan, weil er so langsam ist, man muss gar nicht so schnell reagieren, kann man ja auch gar nicht, was will man ja machen, ne? Man kann einfach nur so ganz langsam laufen und laufen und ab und zu mal auf was treten, ab und zu mal hängen bleiben irgendwo. Da lernt man mal, was Geduld eigentlich bedeutet, ne? Einer meinte auch in den Kommentaren so von wegen, der ist voll doof, der Titan, da brauche ich ja alleine eine Stunde, um hochzulaufen. Ja, genau. So ist das halt, wenn man ein großer Baum ist. Ja. Ich habe auch noch nie einen Baum gesehen, der durch die Gegend rennt. Ja, aber alleine die Tatsache, wie lange Bäume brauchen, um so zu wachsen, ne, ist ja auch schon alleine... brauchen ja Jahrzehnte, um so groß zu werden. Jahrhunderte. Und deswegen bewegen sie sich halt auch langsam, wenn sie dann mal anfangen zu laufen. Da brauchen sie halt auch eine ganz schön lange Zeit. Das kann man so einem Baum halt nicht vorwerfen. Das ist halt so. Der kann ja nichts dafür, dass er so groß ist. Und da wurde ich zurückgesetzt. Merkwürdig. Haben wir jetzt eigentlich hier irgendwo safe überhaupt einen Drop, zu dem wir hinlaufen können? Keine Ahnung, ich wollte erst mal gucken jetzt hier. Also hier an der üblichen Stelle ist anscheinend keiner, den hätten wir glaube ich schon gesehen. Vielleicht solltest du mal ein bisschen noch scouten auch, damit wir vielleicht einen... Erstmal mit der Eule. Erstmal mit der Eule, damit wir erstmal sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Weil sonst, wenn ich hier erst in die eine Ecke laufe, brauche ich nämlich eine halbe Stunde, bis ich in die andere gelaufen bin. Dann wird das doch wieder bis 2 Uhr gehen heute. Und dann ist er tot, wenn wir ankommen. Ja, genau. Ist dann abgelaufen die Zeit, weil wir haben den ja wie gesagt nur einen Tag. Ja, dann warte mal eben ganz kurz. Soll ich einfach hier stehen bleiben? Damit ich safe hier einpacken kann. Ach so, okay. Warte, ich bleibe. Ich gebe Deckung, so ich denn die Tiere sehe, die zu dir gelaufen kommen. Ist ja das andere Ding. Ja, ich stelle mich einfach unter dich. Ich muss echt mal sagen, ne? Die Sicht in dem Titan hier ist noch eingeschränkter aus der Ego-Perspektive als im Wüstentitan. Man sieht hier einfach links und rechts gar nichts, ey. Das ist schon ein bisschen krass. Vor allem, ich sehe gar nicht genau, wo sitze ich eigentlich. Ah, ich sitze da rechts auf seiner Schulter so. Auch interessant.
Der Weg ist das Ziel, ja. Er hat eine Windel an, damit er nicht rumharzt. Das ist auch lustig. Rumharzen. Was? Ja, er hat hier hinten so ein... Aber die Windel sitzt ein bisschen hoch, oder? So. Das ist ein bisschen komisch. Ja gut, ich geh mal gucken. Jo, geh mal gucken. Ich greife mir mal die Zuschauer raus hier. Kommt zu mir, ihr Zuschauer. Da schwebt eine... Was zur Hölle? Es ist eine... Es ist ein Bär und eine Made und ein... Ein Bär. Wie das aussieht. Ein Bär, eine Made und ein Bär. Wie das aussieht, Leute. Wie das aussieht, die da fliegen, Leute. Also das sind Tote, aber wie das aussieht. Die sehen so scheiße aus. Ja, so viel dazu. Muss man mal gesehen haben, auf jeden Fall. Herrlich. Die Leichen in Ark sind auch immer wieder das Highlight jedes Mal. Definitiv. Kann man sich mal angucken. Wir haben ja gerade eh nichts anderes zu tun. So, ich setze mich jetzt trotzdem mal in Bewegung hier. So, ich gehe mal los jetzt hier. Dauert ja eh. Alter, wie ich hier wieder zurückglitsche. Finde die Plattform, hätte man besser auf seinen Buckel gemacht, aber vielleicht gibt es da einen Grund, der mir jetzt nicht klar ist. Ja, ich vermute mal, man hat das an der Hüfte gemacht, weil, also bei 3D-Figuren und Rigs insbesondere für solche Figuren ist es so, dass die Hüfte meistens immer der Punkt ist, um den sich alles herumdreht. Also die Beine, oder sagen wir es so, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Hüfte immer relativ fix ist. Und da ist es dann natürlich sinnvoller, Dinge hinzusetzen, die bebaut werden können, als wie wenn man das, keine Ahnung, auf die Füße setzt oder auf den Kopf, weil sich die Sachen meistens vom Zentrum aus stärker bewegen, sagen wir es so. Und dadurch wird das dann schwieriger. Ich kann mir das nur so als Grund vorstellen, dass es so ist. Tralalala. Ein kleiner Waldspaziergang ist das hier. Nur mit dem Unterschied, dass der Wald spazieren geht, ne? Das versteht man unter einem Waldspaziergang. So, ich guck mal, wie ich jetzt hier vielleicht auch bergsteigen kann. Mal gucken, kann ich hier einfach drüber laufen? Ja, guck mal. Das ist auch gut. Ich habe endlich einen Job gefunden. Du hast einen Job gefunden? Kannst du mir die Location geben? Bei dem Dingsseen hier, bei dem Schwefelsee. Schwefelsee? Okay, da bin ich nicht weit weg, das ist gut. Du siehst mich ja auch auf der Map. Falls ich falsch laufen sollte, kannst du Alarm schlagen. Ja, ich muss erstmal gucken, was das für einer ist, weil ich glaube, wenn das ein Lilaner ist, würde ich erstmal sagen, nee, danke. Wie sich gerade sein Bein verdreht hat beim Runterlaufen vom Felsen, ey. Das sah echt hässlich aus. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat im Stream, aber darauf geachtet habt. Achtet mal darauf, wenn der Anhöhen bewältigt, wie sich da die Beine verdrehen, ey. Oh, das ist ja richtig schmerzhaft. Ich hoffe, sein Holz ist einigermaßen dehnbar. Ja, er ist ein Gummibaum. Ja, er ist ein Gummibaum. Wir haben den größten Gummibaum hier heute. Ja, da hat man es wieder... Oh Gott, seht ihr das? Ah, wie das aussieht, ey. Er ist wirklich Gummibaum. Pom, 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 pom. Oh, hier ist ein Rex. Warte mal. Das ist ein roter. Hier war ein Rex. Also ich glaube, den roten, den können wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ich glaube nicht, dass das schwierig wird. Wir sind nur zu zweit? Wir haben einen Titan. Ja. Ich habe eine Armee. Ich habe einen Titan. Das ist mein letzter Giga, den ich jetzt hier dabei habe, ne? Ja, ich versuche auf dich aufzupassen. Du hast Zeit. In ungefähr einer Stunde bin ich da. Nein, das geht schon ein bisschen schneller. So langsam ist er jetzt auch nicht. Das sieht nur so aus. Das sieht halt so langsam bewegt, ne? Ja, das genau. Und das sieht vor allem so langsam aus, weil man ja mit der Kamera vom Boden so weit weg ist. Dadurch wirkt es so, als würde man kaum Strecke machen. Aber es ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Man macht eigentlich doch recht gut Strecke. Insbesondere, wenn man es mal mit einem Giga vergleicht. Also mit einem Giga wäre ich langsamer, glaube ich. Nur man hängt leider sehr oft an Sachen fest. Das verlangsamt einen dann leider wieder ein bisschen. Man hängt sehr oft an Steinen oder Felsen. Jetzt hänge ich hier gerade wieder so ein bisschen. Kann ich eigentlich durch das Wasser laufen? Macht mir das Schaden? Weiß ich nicht. Also dem Giga macht Schaden.
Nö. Ich kann einfach durchlaufen. Macht dem gar nichts. Hallala. Schönes Fußbad hier. Die Wurzeln brauchen ja Wasser. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit den Wibbern ist. Mit Feuerschaden und so. Oh Scheiße, warum hast du das gesagt? Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht, dass es den ja auch noch gibt, den Feuerschaden. Da muss ich schnell ins Wasser. Da muss er sich schnell lang machen und ins Wasser stürzen. Ich sehe dich da an Stiefeln kommen. Stiefel, Stiefel. Das ist auch ein ganz schöner Stiefel hier, ey. Warte mal, ich habe hier was. Ah, daneben. Stellt euch mal alle vor mich, ihr hässlichen. Bäm, korrupte Drecks, einfach mal platt getreten. La 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 la. Hallala. Ich häng fest. Scheiße. Ah, ich bin drüber geklettert. Oh Gott, das sieht wirklich komisch aus. Sieht echt eklig aus, ne? Wenn er da. Ich stehe auf dem Drop, guck mal. Ups, warte, ich gehe noch einen Schritt zurück. Ah, ich kann nicht rückwärts laufen, scheiße. Und da ist er aktiv. Wir machen das Schild aus, oder? Ja. Oh, ja, das müssen wir auf jeden Fall ausmachen, weil wenn ich nämlich jetzt hier halb in dem Schild drin stehe, dann geht die Kamera nach unten, dann sehe ich nichts mehr so richtig. Aber dafür bin ich jetzt... Okay, alles gut. So, dann schauen wir mal, wo sie kommen. Da ist eine Spinne. Wird wahrscheinlich eh so laufen, wenn ich einmal zugeschlagen habe, hast du schon dreimal gebissen und alles getötet. Wir müssen mal gucken, von wo die meisten kommen. Dann richte ich mich da in die Richtung nämlich direkt aus. Ich glaube, von da kommen die meisten. Hier Kano und Stego, Triceratops. Mhm, also ich schlag schon mal. Auf der anderen Seite. Ich trete einfach schon mal so ein bisschen auf. Aha. Hä, wie der Kano einfach umdreht da unten. Er hat mich aufstampfen sehen und hat sich gesagt, nö. Das muss jetzt nicht sein. Du hast aber auch echt eine ziemlich große Range, ne? Das hat er ja auch schon, wenn man vor ihm steht. Da ist es ja auch relativ schon recht weit, wie das geht. Aber jetzt gerade irgendwie... Ich würde gerne mehr treten, ehrlich gesagt. Mache ich eigentlich an dem Drop Schaden? Nee, ne? Boah, Alter. Alter, wenn ich einmal stampfe, ey. Fliegen sie direkt durch die Gegend hier. Da ist noch einer links. Ich habe sie alle weggetrampelt. So, ich trete jetzt nochmal. Ja, ich trete. Nee, du machst keinen Schaden. Okay. Da kann ich ja weiter treten. Immer schön treten. Treten, treten. Wie klein dieser Drop ist. Leute, es sieht so aus, als wenn ich dich in der Hand halte. Als wenn ich den Giga festhalte mit meiner Hand, mit meiner linken. Mit meinem Mega-Arm. Oh, hier ist ein Petris. Sterbt. Spinos. Sterbt. Okay, jetzt kommt hier irgendwas und will mich irgendwie essen. Aber kein Problem. Ganz viele Spinos. Ja, da waren sie. Ich hab sie gesehen. Ein bisschen dauert es halt, bis ich ausgeholt habe, aber wenn ich dann mal auftrete, dann bleibt kein Auge trocken hier. Haha, das ist mal ein Auftritt. Verwende auch mal die anderen Attacken außer Treten und Schlagen. Das Problem ist diese Ranzieh-Attacke. Da kann ich mir halt nur ein Tier rausgräben, so. Und das ist halt bei so einer Masse an Tieren, die wir jetzt gerade abwehren müssen, relativ uninteressant. Das kann ich machen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Tech-Try kommt. Dann kann ich mir den rausgraben. Das kann ich dann versuchen. Aber jetzt gerade würde ich erstmal tatsächlich mehr treten und schlagen, weil das gerade sinnvoller ist irgendwie. Alter. Das ist schon echt geil. Hui! Wusch! Wusch! Da sind welche am Drop, die ich jetzt irgendwie... Okay, zertreten kann, genau. Drauftreten! Und...
drauftreten und drauftreten und drauftreten. Oh, alles tot. Keine Spielkameraden mehr. Die kleben jetzt alle unter meinen Füßen. Und zwischen meinen Zähnen. Ja. Yeah. So, fehlt jetzt wieder noch was? Da kommt noch ein Parazia. Zwei fehlen noch. Mhm. Da unten ist auch noch so ein anderes Vieh. Ich weiß nicht, ob das noch dazu gehört. Ein Raptor. Ja, aber könnte sein. Titanboas gehört ja nicht dazu. Also der Schlag ist manchmal ein bisschen schwierig, den so zu koordinieren, dass er auch wirklich trifft. Ich glaube, der Tritt ist tatsächlich so mit seinem Flächenschaden besser. Da kann man auch mal daneben hauen. Das macht nichts. Der ist so ein großer Flächenschaden, kommt da raus, dass es egal ist. Also der war es nicht. Der war zu niedrig im Level. Dann hängt hier irgendwo noch was. Da hinten ist ein Parazia. Ja, das wird sein, ja. Und ich glaube, da hängt auch noch ein Stego im Wasser. Ja, da ist noch ein Stego rechts neben dir im Wasser. Ah, dann wird es eher der sein, weil es sind jetzt nur noch zwei. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich ins heiße Wasser. Zieh ihn am Schwanz raus. War er das? Ich kann's. Ja, das war er. Ja. Also ich kann es leider nur schwer sehen, ne? Weil ich bin ja hier oben. Stimmt. Und wenn ich aussteige, bin ich halt auch auf der Plattform hinten drauf. Da bin ich halt nicht am Boden direkt. Deswegen kann ich da schwer gucken. Und da kommen schon die nächsten. Oh, jetzt kommen Wyvern. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, ja. Mal gucken, wie viel Damage ich jetzt kriege. Oh, hier sind sie ja schon. Einmal stampfen, bitte. Da kommen die Wyvern, da kommen sie. Treten. Aua. Treten. Lol, da sind sie schon tot. Also der Feuerschaden ist jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Jetzt hast du hier Spinos dran, die du gerade nicht kaputt gekriegt hast. Okay, ja, die manche brauchen zwei oder drei Tritte tatsächlich, wenn die so richtig High-Level sind. Was denn jetzt? Hier ist jetzt eine Elementader irgendwo hochgekommen, glaube ich. Ja, vielleicht die, die da neben uns ist. Hat die jetzt jemand angefangen? Das kann sein, ja. Tata, tata. Wir können ja auch so eine Aktion jetzt machen, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, dass wir sagen, wir machen mal ein paar Jobs für die Leute, die hier so spielen. Dass die Leute sich mal ein bisschen was abholen können an Stuff. Zum Beispiel eine Elementader. Ich will dann nur die billig Blueprints haben, wenn dabei was rauskommt. Die billig Blueprints für die Gachas, meinst du jetzt? Mhm. Okay. Weißt du, dann können wir den Leuten mal ein bisschen Element hier ermöglichen, wenn wir jetzt zufällig an einer Ader vorbeikommen oder so. Na? So, und BAM! Da hinten kommen noch ein paar Nachzügler. Ein Parazia ist noch auf dem Weg. Ja. Von hinten kommt erstmal nichts. Die Stegos haben sich da hinten wieder so ein bisschen. Die stellen sich echt dämlich an. Die laufen einfach wieder zurück in die andere Richtung, weil sie den Weg wieder nicht finden. Oh Mann. Oh Mann. Kommt mal hier, ihr Dummköpfe. Ja, genau. Bewegt euch mal dahin, wo ihr hingehört. Unter meine Füße. Unter meine mächtigen Sohlen. Man muss auch mal hier eine flotte Sohle aufs Parkett legen, kann ich dann noch sagen. Oh, das war's schon, oder? Oder war das jetzt die Ader von nebenan? Weiß nicht. Ich will gleich mal gucken. Nee, da kommen jetzt neue Wibbern und so. Das ist von uns. Hast du jetzt eigentlich Feuerdamage bekommen? Nicht viel. Ich habe zwar Feuerschaden gekriegt, aber nicht viel. Das war wirklich unerheblich, also. Also war verglichen mit der Tatsache, dass die Wyvern wirklich nach zwei Tritten einfach schon weg sind, ist das vernachlässigbar, glaube ich. Okay.
Also ich würde mich ja fast sogar trauen, nur mit dem Titan so einen krassen, so einen violetten zu machen, wenn wir einen finden. Echt? Ich würde es mal versuchen. Ich meine, er ist ja eh tot am Ende. Wenn er dann stirbt dabei, weißt du, who cares? Ich meine... Ja, stimmt. Ne? Ich meine, der ist ja eh weg. Dann können wir den auch dafür opfern, so. Wenn wir ja natürlich einen finden. Die Dinger kommen halt extrem selten. Aber wenn wir einen finden, könnte man das mal mit dem Titan durchaus probieren, finde ich. Die violetten Drops, die sind halt richtig krass, meine lieben Freunde. Wir haben mal, wie gesagt, einen versucht, da haben wir ganz viele Gigas verloren und haben es trotzdem nicht geschafft, den zu beschützen. Das ist schon echt heftig bei den Dingern. Ist halt die Frage, ob es ohne die Tiere wegzulocken vom Drop, vom eigentlichen, bei einem violetten überhaupt möglich ist, den zu beschützen. Weil beim violetten Drop kommt halt auch noch dazu, da kommen nicht nur die Enraged-Drecks, also diese richtig krassen Tech-Viecher korruptet, sondern halt auch unendlich viele Wellen. Also was heißt unendlich viele? Eine undefinierte Anzahl an Wellen, sagen wir es so. Und das ist halt leider, das macht es so schwierig bei diesen Drops. Ja. Ich meine, bei denen ist es ja so, die sind eigentlich unendlich. Man kann so viele Wellen machen, wie man will. Und je mehr Wellen man macht, desto besser ist der Loot. Ach so ist das, okay. Man kann sich den zwischendurch auszahlen lassen. Man kann auch irgendwann sagen, so, mir reicht's, ich sag jetzt Eject Item und dann ist vorbei. Wir wussten das nicht, oder was? Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Scheinbar nicht. Haha, oh Mann, das hätte man mal früher wissen müssen. Als wir den letzten da versucht hatten, das wusste ich da auch noch nicht, dass man das machen muss. Da kam immer mehr, wir haben uns immer wieder gefragt, wann hört das denn mal auf? Wann können wir denn nicht aufhören? Wann können wir nach Hause gehen? Und dann ja, waren die Gigas tot. Und mit einem kräftigen Tritt des Waldtitanen endet diese Folge Ark Extinction. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Extinction mit dem Waldtitan. Bis dann, ciao, ciao!